Ja, moin, liebe Leute, da ist er nochmal, der Lune. Ich habe gerade eben noch das komische andere Ankündigungsvideo aufgenommen. Ich mache jetzt einfach beide am Stück. Ich habe aber in letzter Zeit festgestellt, das ist nochmal eine kleine Sache in eigener, kleine Werbung in eigener Sache, ein kleines Ding in eigener Sache halt einfach mal. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich auf meinen sozialen Plattformen äußerst wenig Interaktionen habe. Das heißt, sei es Twitter, Facebook, dies, das. Und irgendwie ist mir auch aufgefallen, dass viele gar nicht wissen, dass ich da bin. Deswegen wollte ich nochmal mit euch ein kleines bisschen eine Reise auf dem Kanal des Lunai machen. Es gibt ja nicht nur die Startseite, die viele vielleicht kennen, wenn man hier auf meine Abos klickt, wo man halt eben die ganzen Abos durchsehen hat. Ich habe ein paar Abo-Sachen, ja. Sondern es gibt auch noch den Kanal. Nicht, ihr müsst ja jetzt nicht auf meinen Kanal klicken, sondern ihr habt den Kanal, zeige ich euch mal einfach oben natürlich, Lunatic1988 User verlinkt. Da kommt ihr auf meinen Kanal. Und was eben viele übersehen, weil es oft Nachfragen gibt, wo ich mir denke, ey, ganz ehrlich, guck doch einfach auf den Kanal. Ich habe doch sogar eine Kanalinfo. Hier steht alles drin, was ich mag, was ich nicht mag. Hier ist auch mein Postfach, falls ihr mir Briefe oder kleinere Päckchen zuschicken wollt. Wenn ihr merkt, das Paket wird größer, schreibt mich einfach an auf YouTube oder eben den genannten Plattformen. Ich habe Instagram. Gehen wir einfach mal drauf. Kann man halt ein paar lustige Fotos sehen. Ich mache sehr viel mit Essen und einfach mal ab und zu ein paar lustige Sachen, Cocktails, dies, das. Bin jetzt nicht immer aktiv, aber ich sehe Nachrichten, die an mich gehen, immer auf Instagram. Das heißt, ihr könnt mir selbst da eine Nachricht schreiben, wenn ihr möchtet. Ihr könnt natürlich aber auch einfach über Twitter gehen. Das ist alles hier. Könnt ihr direkt hingehen und sagen, guck mal, Mensch, der hat ja Twitter. Ist ja lustig. Dann könnt ihr meine Tweets sehen und alles, was ich so Schönes mache. Und ja, wie ich halt drauf bin. Auch Twitter ist, muss ich zugeben, die von mir aus größte Interaktion. Das heißt, Twitter und Instagram nutze ich am stärksten. Ich habe natürlich auch eine Facebook-Seite. Wenn ihr die liken möchtet, könnt ihr das gerne tun. Ihr könnt mich darüber zwar anschreiben, aber ich kriege die Facebook-Seiten-Nachrichten nicht an mein Handy oder allgemein irgendwo in irgendein Feed. Müsst ihr jeden Tag selber drauf gucken. Mache ich kaum, weil halt sehr viele Nachrichten darüber reinkommen. Auch sehr viele... Also ich bin auf Facebook nicht der Aktivste. Ich lese hier am Rand ab und zu die Beiträge der Leute und gucke mir die Kommentare unter den einzelnen Sachen an. Bin aber allgemein, was Chatten angeht, auf Facebook wirklich kaum vertreten. Da würde ich euch empfehlen, wenn ihr eine Nachricht mir schreiben wollt, schreibt mir eine E-Mail. Ihr habt hier für geschäftliche Anfragen eine E-Mail-Adresse, an die ihr mir schreiben könnt. Ihr müsst einfach nur aufmachen. Also, das heißt geschäftlich. Also, das ist wirklich, da kommen dann auch Sachen rein, wenn es wirklich um richtig krasse Anfragen geht, wenn ihr irgendwas mit mir gemeinsam machen wollt, wenn ihr irgendwie vorhabt, ein Spiel zu programmieren und wollt, dass ich das Let's Player oder allgemein so eine Sachen. Schreibt da bitte nicht rein wie, dein Let's Play ist voll geil, mach mal bitte dieses Spiel. Das ist keine geschäftliche Anfrage, das ist ein Wunsch. Das könnt ihr auch als Kommentar schreiben. Versucht mich, wenn ihr mich wirklich erreichen wollt, über Twitter zu erreichen, über Instagram zu erreichen oder eben über YouTube in Form eines Kommentars. Geht hier auch. Wenn ihr auf Kanalinfo geht, könnt ihr mir eine Nachricht auch schreiben. Da ist hier unten so ein Fähnchen. Wir gehen jetzt einfach mal testweise zum Beispiel bei Bruger auf dem Channel, um euch das zu demonstrieren. Da kann man mich nämlich auch erreichen, wenn ihr einen Kanal habt, einen YouTube-Channel oder einfach nur einen Google-Plus-Account. Könnt ihr hier nämlich unten auf dieses Fähnchen gehen. Ne, nicht auf das Fähnchen, sondern rechts daneben, Nachricht senden. Ihr müsst halt immer auf den Channel, auf die Kanalinfo, da seht ihr übrigens auch, wenn eingeblendet, die Abonnentenzahl. Und könnt dann hier unten auf Nachricht senden und könnt dann an Bruger direkt eine Nachricht schicken. Wie zum Beispiel, na mein Kuschelbärchen, ich finde dein Fell extrem flauschig. Herzchen. Senden. Der wird sich jetzt gleich wundern und denkt sich, was will denn der Luna jetzt von mir? Genau. Also schaut dann auch einfach immer auf den Kanal selbst, vor allem wenn es heißt, mach mal das und das Spiel, ich finde es bei dir in den Playlisten nicht. Ist mir auch schon aufgefallen, viel zu angekommen. Ich habe hier ein paar Playlisten eingerichtet. Problem ist bloß, ihr seht halt nur Playlisten von mir. Hier oben 11 Videos, dies, das. Es gibt aber noch, wenn ihr zum Beispiel hier auf 100 weitere geht, könnt ihr da mehr sehen, beziehungsweise einfach auf erstellte Playlists klicken. Da seht ihr alle Playlisten, die ich habe, zu allen lustigen Themen. Könnt ihr sogar anzeigen lassen, wie ihr wollt. Gelistet zum Beispiel. Kann man eine Liste draus machen und kann sehen, okay, sind die aktuellsten Playlisten, gut, die Favoriten. Das ist jetzt meine private Playlist. Aber zum Beispiel halt die Best-of-Playlist, Five Nights at Freddy's. Könnt ihr direkt draufklicken und habt dann einfach komplett alle möglichen lustigen Indie-Horrorspiele als Beispiel. Ja, ich krieg grad Nachrichten. Ich werde alles zensieren. Ja, ist mir halt sehr wichtig, dass ihr wirklich dann darüber halt mich über Twitter kontaktieren könnt, über Instagram kontaktieren könnt, gegebenenfalls auf Facebook. Schreibt dann aber lieber an den Kanal statt eine Privatnachricht, weil die Privatnachrichten übersehe ich sehr oft und da wird halt auch, weiß ich nicht, also ja, Google Plus könnt ihr knicken, ist nur drin, weil nutze ich kaum. Hier kann man mir ein lustiges Bild malen auf Graphic Guestbook. Ist leider schon sehr, sehr voll. Ist auch schon einige Jahre alt. Ich werde das irgendwann vielleicht mal irgendwie abspeichern und komplett neu machen lassen, weil die Hälfte ist schon wirklich zugespammt hier. Es baut sich alles langsam auf. Es sind echt ein paar interessante Malereien schon entstanden. Muss man mal sagen, echt coole Aktion.
Wenn ein Feld frei ist, könnt ihr da immer noch natürlich was Lustiges schreiben. So, ansonsten habe ich halt natürlich hier meinen Steam-Partner. Hier kommt man auch direkt zu den Playlisten zum Beispiel. Da müsst ihr es nicht mal alles sortieren, habt ihr direkt die erstellten Playlisten zu sehen. Ist ganz cool. Bilder malen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ist natürlich auch hier oben dabei. Hier sind auch die drei sozialen Medien nochmal. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr hier draufklicken. Da habe ich dann ein, ich nenne es mal, Spendenkonto eingerichtet. Ist jetzt nicht wirklich Spenden in dem Sinne, sondern mehr so ein Unterstützungskonto. Das ist auch nochmal unter manchen Videos verlinkt, ganz unten drunter halt. In der Videobeschreibung sind ja auch nochmal alle sozialen Medien und Plattformen verteilt. Ist jetzt dafür, wenn ihr sagt, oh Mensch, der Luna, der macht eigentlich ganz coole Sachen, ich würde dem gerne mal 1 Euro zukommen lassen, dann könnt ihr mir 1 Euro zukommen lassen. Ihr müsst nicht 20, ihr müsst nicht 10, ihr müsst nicht 100 spenden. 1 Euro, wenn ihr wollt. Es gibt natürlich keinen Zwang. Ich habe es nur eingerichtet, weil es oft Leute gab, die gefragt haben, Mensch, ich würde dich doch gerne mal unterstützen. Wie kann ich das machen? Geld über Post, da vertraue ich mich nicht. Da sage ich so, ja, PayPal ginge, aber das wäre halt irgendwie, weiß ich nicht. Da müsste ich mein PayPal-Konto, meine PayPal-E-Mail-Adresse, oder habe ich gesagt, nee, komm, richtest du einfach ein Spendenkonto ein. Und ja, es gab sogar schon den einen oder anderen, der was drauf gespendet hat. Obwohl ich niemals Leute dazu animieren möchte, jetzt zu sagen, ja, komm hier, jetzt spendet mir, erst dann kommt ein neues Video. Das ist alles eure Sache, ihr seid anonym, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr müsst nicht, es gibt da auch keinen Zwang zu, ihr könnt aber sagen, Mensch, hier, macht halt. Ich habe da halt auch ein Ziel eingerichtet. Ich glaube, 500 Euro ist aktuell das Höchstziel. Nicht, dass jetzt einer 500 Euro spenden muss, aber im Laufe des Jahres kommen vielleicht die 500 Euro zusammen, weil sich der eine oder andere sagt, ja komm, hier 1 Euro und bei 30.000 Abonnenten kann es schneller mal passieren, dass halt sehr schnell die 500 Euro zusammenkommen. Da kann ich mir davon nämlich eine neue SSD kaufen, weil mein PC ist echt lahm. Eine neue Grafikkarte, damit ich mal ein bisschen die Auflösung auch höher stellen kann, endlich in den Spielen. Und natürlich eine SD-Karte, damit ich noch mehr Real-Life-Videos machen kann, weil so kann ich immer nur eins gleichzeitig, muss es bearbeiten, dann erst vom Handy schmeißen. Ich nehme alles mit Handy auf, das wisst ihr ja. Und das ganze Geld, was über die Spenden reinkommt, geht definitiv zu, ich sag mal, jetzt, ich will nicht lügen, 70-80% an YouTube. Und ich will natürlich auch ein bisschen, dann sage ich mal, okay, kann ich mir einen Kaffee von kaufen, weißt du? Also, ich bin da jetzt nicht so einer, der sagt, ah, oh, alles, was ihr mir gebt, geht nur an YouTube. So viel kann ich gar nicht ausgeben, wenn es wirklich irgendwann mal soweit ist, dass ein paar Leute mal donaten oder sowas. Ja, ich wollte halt nur mal endlich mal euch darauf hinweisen, wie ihr Infos zu mir findet und eben alles Mögliche. Hier sind ein paar Sachen, da könnt ihr auch sagen, guck mal, Postfach nochmal ein Infovideo, Teamspeak-Server-Infovideo, ja, halt meine Desura-Liste, da bin ich aber kaum aktiv. Wichtig ist halt wirklich Instagram, Twitter, Facebook, vielleicht noch das Postfach, was hier auch steht, Informationen zum Postfach, dass ihr mir ein Bild malen könnt, dass ihr mich unterstützen könnt, dass ihr die Steam-Gruppe seht, dass ihr quasi dann in mein Schnitzel treffen könnt, und ja, da sind halt so ein paar Aktionen auch gelaufen, wie gratis Games, was nicht alle mitbekommen haben, deswegen sage ich es nochmal, ist immer ganz nett. Ich bin da auch nicht sonderlich aktiv, aber wenn mal eine Aktion ist, dann erfahrt ihr das in Steam auf jeden Fall als erstes, genauso wie den Livestream, der jetzt bald läuft. Und ja, im Prinzip war es das auch schon wieder von mir. Playlisten erklärt, Kanäle könnt ihr auch gucken, wen supporte ich alles. Habt ihr hier oben so ein paar lustige Kanäle, wo ich sage, ach Mensch, das sind alle töfte Typen, da könnt ihr mal gerne reingucken. Hier natürlich Sponsoren und Zweitkanal und ansonsten Dave, Nerox und Svenny und der liebe Bruger ist auch dabei und nochmal Dave und hoffenweise Musiker, die mich auch unterstützen mit gratis Musik, wie zum Beispiel die drei, die vier mittlerweile. Wo ist Adrian von Ziegler eigentlich hin? Warum ist der nicht mehr dabei? Den habe ich auch drin gehabt. Definitiv. Mensch, der AVZ, liebe Grüße, macht gute Musik, unterstützt mich sehr gerne. Davon aber auch frei nutzen. Gut, an und für sich war es das schon wieder. Ich wollte euch nochmal zeigen, guck mal, es gibt nicht nur die Startseite, es gibt auch einen Kanal. Falls ihr das zum Beispiel nicht mehr seht, das Video oder sowas, oder falls ihr denkt, der Luna hat ja schon lange nichts mehr hochgeladen, guckt mal einfach auf den Kanal vorbei. Dann seht ihr manchmal auch, dass nicht alles auf eurer Startseite landet. Sondern eben auch, ja, da Infos gibt. Und das ist jetzt nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, denke ich mal, ein großer Vorteil. Weil, ist schon ganz cool, wenn die Leute auch mal gucken würden, bevor sie nachfragen. Weil ich sehr oft Anfragen kriege zu Sachen, die schon längst geklärt sind, die durch sind, die auch hier hinten stehen. Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Also einfach mal über die Kanalinfo schauen. Und vielleicht den ein oder anderen Like auf einer gewissen Seite da lassen. Mir auf Twitter followen. Auf Twitter bin ich, wie gesagt, sehr aktiv. Da kommt auch ab und zu mal privater Krams. Auf Instagram kommen halt ab und zu lustige Fotos, die aber auch auf Twitter dann quasi weitergeleitet werden. Das heißt, wenn ihr Twitter habt, seht ihr automatisch auch, was ich auf Instagram mache. Immer. Weil ich beides miteinander verknüpft habe. Das heißt, Instagram wird immer automatisch auch an Twitter weitergeleitet. Und Facebook, aufgrund der ganzen AGB-Geschichte und allgemein, will ich mich davon nach und nach distanzieren. Das heißt, falls ihr jetzt denkt, oh Mensch, dem Luna würde ich gerne folgen, nutzt lieber Twitter. Das ist wirklich die bessere Geschichte. Und ich finde, die Mentalität auf Twitter ist sehr freundlich, weil da kann man auch mal private Infos spammen. Es gibt nicht zu viel großes Gespamme und man sieht halt alles auch. Man kriegt alles mit. Gut, also,
liken, kommentieren, donatieren und wir sehen uns dann vielleicht bei einem anderen Video nochmal irgendwie in den Kommentaren oder halt beim Livestream am Mittwoch. Ich freue mich auf euch. Auf dann auf bald, auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Blablabla.